überrascht sein, dass der Landschaftsbau viel kreativer ist, als das viele glauben. Die zeigt sich bei uns daran, dass wir sehr wenig Überstunden machen. Das heißt, unsere Mitarbeiter können ganz frei und auch vor allem sicher über ihre Freizeit gestalten. Wir arbeiten so gut wie nie samstags und auch der Freitagnachmittag ist bei uns schon für die Familie da. Die Mitarbeiter, die bei uns im Büro arbeiten, haben beide, also zwei von denen haben ihren Hund dabei. Das heißt, auch da versuchen wir Privatleben und Büro zu vereinen. Und in Absprache auch mit mir als Chef kann man auch mal früher nach Hause gehen, um Arzttermine etc. wahrzunehmen. Ganz, ganz vielseitig. So vielseitig wie der Beruf ist, so laufen bei uns die Mittagspausen ab. Wir haben Mitarbeiter, die, wie ich eben sagte, mit ihrem Hund spazieren gehen in der Mittagspause. Wir haben Mitarbeiter, die irgendwo zum Bäcker fahren. Wir haben Mitarbeiter, die spazieren gehen. Wir haben Mitarbeiter, die sich irgendwo in den Park legen, wenn wir gerade irgendwo im Park arbeiten und das Wetter das zulässt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, weil wir ganz viele verschiedene Orte haben, wo wir Mittagspause machen können. Sie bekommen einen sehr sicheren Arbeitsplatz, weil bei uns unbefristet eingestellt wird. Sie bekommen pünktlich ihr Geld. Das ist auch ganz wichtig heutzutage, finde ich. Wir haben alle Verbindlichkeiten am Monatsanfang, die beglichen werden müssen. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil letztendlich bekommen wir von den Arbeitnehmern ihre Leistung. Die soll natürlich auch dementsprechend pünktlich zurückgezahlt werden. Sie bekommen ein innovatives Unternehmen, weil wir sehr maschinenlastig sind, um dort auch so viel Manpower wie möglich abzufedern, weil wir wollen alle den Beruf noch lange ausüben. Das heißt, Maschinen, da kommen wir nicht drum rum. Die sind bei uns sehr umfangreich vorhanden. Und was aber auch, finde ich, auch von Unternehmensführung so gelebt wird, sie bekommen ein wohlbehütetes Arbeitsumfeld, würde ich jetzt mal sagen, wo man wirklich mit allen Nöten und Sorgen auch zu Kollegen oder auch halt zu mir als Vorgesetzter kommen kann, wo wir halt versuchen, das irgendwie gemeinsam auf den Weg zu bringen.